Wir befinden uns hier in der Westschweiz, in der Nähe von Muda, nahe bei Lausanne. Und unser Job besteht darin oder bestand darin, eine alte Eisenbahnbrücke auszuwechseln. Letzte Woche hatten wir die alte Brücke ausgehoben. Über mehrere Monate wurde die neue Brücke inklusive zwei Widerlager hier vor Ort vorproduziert. Und wir hatten gestern und heute die Aufgabe, die zwei Widerlager zu versetzen und heute Morgen als krönender Abschluss schlussendlich die Brücke selbst. Unsere LR11000 befindet sich hier im Ersteinsatz mit dem sogenannten V-Frame. Das ist eine Neuentwicklung in dieser Krankategorie, bis dato einmalig. Es gibt bei kleineren Kränen dieses Feature bereits. Bei einer so großen Maschine war es bis dato eigentlich nicht angedacht, mit solchen technischen Innovationen da auf dem Markt aufzutreten. In Zusammenarbeit mit Liebherr konnten wir den V-Frame für unsere Maschine weiterentwickeln und wir erreichen hier einen Radius für den Derrick-Ballast von 13 bis 30 Meter. Bei dieser Baustelle konnten oder mussten wir die komplette Palette an Tricks, die so eine Innovation bringt, bereits anwenden. Wir hatten sehr wenig Platz, einerseits weil eine Baumreihe unseren Radius beschränkte und auf der anderen Seite der Bahndamm den Einsatz unserer Maschine einschränkte. Dank diesem V-Frame zusammen mit dem Vario-Tray war es uns aber möglich, ohne Hilfskran und ohne großes Umstapeln, die Brückenteile auf einer ziemlich großen Auslage auf dem Lagerplatz anzuheben, nachher eben den Radius des Derrick-Ballast zu reduzieren auf 13 Meter und die Brücke schlussendlich mit 360 Tonnen dann wieder auf rund 38 Meter zu versetzen. Ohne dieses V-Frame hätten wir dafür sehr viel, viel mehr Zeit gebraucht und auch einige technische, aber beziehungsweise auch infrastrukturtechnische Tricks anwenden müssen, was eben vor allem hier jetzt in diesem Naturschutzgebiet sehr schwierig war. Die Ideen, sage ich jetzt mal, von Liebherr zusammen mit unseren, haben dazu geführt, dass wir heute dastehen und ein super Resultat präsentieren und eben auch den Kunden verkaufen können.